Laura Müller und Michael Wendler sollten einen Dokumentarfilm bei RTL 2 erhalten. Es wurde jetzt abgesagt. Prominent BREAKED Wendler Dokumentarfilm TV Promis bedrohte RTL 2 neue Details enthüllt. Jennifer Ulrich folgen mehr? Unterhaltung? RTL 2 blickt auf eine turbulente Woche zurück. März kündigte der Sender zunächst an, dass die Schwangerschaft von Laura Müller mit einer dokumentarischen Seife seinen Job als DSDS-Juror bei RTL im Jahr 2021 verlor. Jetzt sollte das TV-Comeback plötzlich seiner Frau folgen. Die Familie Geis in einem Instagram-Beitrag berichtete kritisch. Mit, die Geis a furcht glamouröse Familie? Sie haben bereits ihr eigenes RTL2-Format. Carmen und Robert Geis möchten nicht klar, was für eine zentrale Rolle sie wirklich bei der Absage des Dokumentarfilms gespielt hat. RTL 2 Die Geissens übten Druck aus. Die Familie Kölner Millionär hat seit über einem Jahrzehnt einen dauerhaften Platz im RTL 2 Programm und spielte nun auch ihren Einfluss hinter den Kulissen. Wie das Bild berichtet, Carmen und Robert der Zeitung erklären, es war uns sehr wichtig, einen klaren Rand zu zeigen und uns erheblich zu distanzieren. Es war nicht ohne Grund, dass sich RTL damals von ihm getrennt hatte und wir wenig Verständnis hatten, ob er jetzt eine neue Plattform auf unserem Heimsieger erhalten hatte. Das Ehepaar sprach sogar eine Bedrohung für RTL 2. Falls der Wendler-Dokumentarfilm tatsächlich stattfinden sollte, im schlimmsten Fall hätten wir unsere Konsequenzen ziehen sollen. Mehrere Anrufe mit Managern sollen vor dem Format stattgefunden haben, bevor das Format ist gesammelt. Aus ihrer Sicht erklären die Geissens, warum Michael Wendler keine Rehabilitation im Fernsehen verdient hat, in unserer Sichtweise. Um Verpflichtungen zu kompensieren und den Gläubigern nicht zu vermeiden, indem sie in ein anderes Land ziehen. Robert und Carmen Geis freuen sich natürlich, dass sie ihr Ziel erreicht haben. Nach der neuesten RTL2-Entscheidung schrieben sie auf Instagram: Wir begrüßen die Tatsache, dass der Sender den Mut bewiesen hat, seine Entscheidung umzukehren. Wir sind in Kontakt mit der Sender und der Kollegen und sind froh, dass hier die Verantwortung übernommen wurde. Michael Wendler nimmt eine Position ein. Wendler selbst hat jetzt auch noch einmal kommentiert, nachdem er bereits betont hatte, jede Form von Rassismus und Antisemitismus abzulehnen. Einerseits wiederholt er dies auf seinem offiziellen Twitter-Kanal, fragt aber auch, was habe ich so schlecht gemacht? Es ist Zeit für Versöhnung, sagt der Sänger. Mit RTL und RTL 2 wird eine solche sehr wahrscheinlich nicht stattfinden.